Herzlich willkommen bei ERF vor Ort. Wir sind hier beim Willow Creek Leitungskongress in Leipzig. Willow Creek ist eine der größten Gemeinden, Kirchen in den USA mit mehr als 20.000 Gottesdienstbesuchern am Wochenende. Eine spannende, lebendige Gemeinde, die besonders Menschen anzieht, die normalerweise nicht in einen Gottesdienst gehen. Der Gründer und Leiter von Willow Creek, Bill Hybels, hat ein Herz dafür, dass die Ideen und Gedanken, die Erfahrungen von Willow Creek weltweit auch anderen Gemeinden zugutekommen. Deswegen gibt es solche Leitungskongresse, auf denen wir hier sind. Ich habe die Gelegenheit, mit einigen Referenten zu sprechen, in Ruhe Interviews zu führen. Mein Gast heute ist Gary Schwemmlein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Freut mich. Sie sind nicht in dem Sinn Referent, sondern Sie sind Leiter der Willow Creek Association, neuerdings jetzt auch. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, wie gesagt, für die ersten 17 Jahre war ich der Leiter der internationalen Abteilung. Das heißt, alles, was so außerhalb der USA stattfand, war unter meiner Leitung. Und seit August letzten Jahres wurde mir dann die Gesamtleitung angetragen. Das heißt auch die USA und ich meine, das ganze, wie sagt man, Fundraising, also Spenden. Spenden sammeln. Sammeln und die ganze Strategie langfristig und so, das ist also jetzt auch mir übergeben. Das heißt, Willow Creek an sich ist, ich habe vorhin über eine Ortsgemeinde gesprochen, ist ja eine Ortsgemeinde bei Chicago, genau. Hat aber eine weltweite Arbeit. Ja. Ist ungewöhnlich. Wie das, du hast die Kirche und dann haben wir die Willow Creek Association. Das ist eine... separate Gesellschaft, auch rechtlich gesehen. Aber er steht unter der Kontrolle von Hybels und den Ältesten der Kirche. Also wir sind der Kirche angeschlossen, die überwachen, was wir machen, damit wir theologisch und auch sonst wie finanziell ordentlich arbeiten. Ja, die erste Frage müsste jetzt eigentlich sein, ein Deutscher, der bei Willow Creek die internationale Arbeit leitet, wie ist das passiert? Ja, ich bin aus Deutschland ja schon lange weg. Ich habe bei einer amerikanischen Multinational gearbeitet für lange Jahre. Und in den 30 Jahren, die ich gearbeitet habe für die Multinationals, da war ich 24 Jahre im internationalen Bereich tätig. Ich habe auch in Übersee gewohnt für diese Firma. Und das ist einfach meine Kenntnisse sind, wie arbeite ich mit Kulturen in Asien, Südamerika, Afrika, Europa und so weiter und so fort. Das heißt international unterwegs. Sie haben irgendwann mal Willow Creek, die Gemeinde, kennengelernt. Ist ja ein bisschen anders, als man vielleicht Gemeinden aus Deutschland kennt. Wie war denn so die erste Begegnung mit so einer Gemeinde? Ja, das stimmt. Das war, denke ich mir oft, versuche ich nachzudenken, wie ich da hingekommen bin. Also ich kann mir es nur so vorstellen, dass es so war. Ich habe da in der Nähe von Willow Creek gewohnt, in Chicago, und bin immer am Wochenende nach St. Louis geflogen. Meine Familie wohnte noch in St. Louis, ich hatte da ein Apartment und fuhr des Öfteren daran vorbei und da dachte ich, was ist denn das überhaupt? Und da bin ich mal an einem Mittwochabend, zum Mittwochabend Gottesdienst gegangen. Und es stimmt wirklich, ich habe dann fast während des ganzen Gottesdienstes geheult, denn in so einer Kirche war ich noch nie. Dachte ich, das ist ja unglaublich, also das gibt's doch gar nicht. Und da habe ich dann meiner Frau gesagt, als ich am Freitag wieder nach Hause flog in St. Louis, ich habe eine Kirche gefunden, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Und so fing das an. Was hat Sie damals fasziniert? Also Sie kannten ja vielleicht Kirchen auch schon von Deutschland oder von anderen Ländern. Was war richtig. Da so anders? Ja, ich war zum Beispiel bevor ich zurück in die USA ging, haben wir in Belgien gewohnt, waren ein Mitglied in der internationalen Baptistenkirche in Belgien und Brüssel und die war auch sehr gut. Also da war auch eine sehr gute Kirche. Aber im Vergleich zu Willow Creek, also was ich damit erlebt habe, ich hatte ja viele Angestellte, die in dieser Firma für mich gearbeitet hatten, die hatten nichts mit Gott am Hut, aber gar nichts. Und ich habe immer gedacht, im ersten Gottesdienst, hierher kann ich diese Leute bringen. Da sind sie nicht, da muss ich mich nicht schämen, da muss ich mich nicht verteidigen. Und so ging das an. Und so ist es auch gewesen. Ich habe viele Leute damit hingenommen. Und da habe das dann meine Home Church gemacht, also meine Gemeinde. Jetzt ist Willow Creek ja auch eine Kirche bewusst für Menschen, die nicht kirchlich sozialisiert sind. Sie sind trotzdem immer noch dabei und profitieren von den Gottesdiensten immer noch. Wie geht das denn? Ja, da hat sich auch bei Willow Creek unheimlich viel geändert. Das waren ja mal viele Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das aufhörte, waren immer zwei Arten von Gottesdiensten. Am Wochenende waren, was allgemein genannt wurde, Seeker Services, Seeker, Suchende. Und am Mittwochabend waren Gottesdienste für Christen.
obwohl die Siegergottesdienste, die Leute haben sich das immer falsch vorgestellt, die waren genauso für Christen geeignet als für Nichtchristen. Denn was die beschäftigt, beschäftigt Christen auch. Wie gehe ich mit meiner Familie um, mit meinen Kindern, mit dem Stress am Arbeitsplatz, mit armen Menschen, mit denen ich in Verbindung komme. Ich meine, das war nie so, dass das einem nichts gebracht hat, überhaupt nicht. Aber dann hat sich die Gesellschaft so verändert, dass man den Siegerservice praktisch fallen hat lassen. Und der Service, den wir jetzt haben, also der Gottesdienst, der ist so ausgelegt, dass er alle Menschen anspricht. Ob du nun Christ bist oder nicht, oder schon ein angestammter Christ für viele Jahre, das ist was für jeden. Also profitieren beide davon. Absolut. Ja. Ja. Das heißt, Willow Creek, wir haben vorhin darüber gesprochen, Willow Creek International, wo Sie jetzt auch viel leitende Funktion haben. Wie ist es denn von der Ortsgemeinde gekommen, dass sowas eine weltweite Bewegung wird? Ja, das war also auch genau wie die Kirche war ja nie geplant, dass es mal eine große Kirche wird. Es ist halt so gelaufen, Gott hat es so gestaltet, glaube ich. Und so ging es auch mit der WCA, also Willow Creek Association. Als die Willow Creek Gemeinde stark gewachsen ist, das war so in den 80er Jahren, wir sind ja 81 oder 91 dazugestoßen, glaube ich, da war die Kirche etwa so 12.000. Und da ging es schon sehr stark dann, dass Leute von überall in der Welt davon hörten und die Kirche besucht haben und gesagt haben, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns lehren, was ihr macht, damit wir das dann dementsprechend abgeändert vielleicht, aber in unseren Ländern einführen und auch bessere Zahlen erreichen, mehr Menschen erreichen, sagen wir mal. So ging es an und dann Leute kamen von Südafrika oder von Deutschland oder von Korea oder von Australien, von überall her und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, denn im Missionsbefehl geht in alle Länder, go und es steht auch drin in Samaria, Judea and the uttermost part of the world, das ist ja alles biblisch und da hat die Kirche gesagt, hey, das machen wir und dann haben wir die selbstständige Dienst gegründet, Willow Creek Association, aus steuerlichen Gründen. Und ja, das ist dann massiv gewachsen. Massiv. Das heißt, es ist aber so angefangen, nicht, dass Willow Creek jetzt den Eindruck hat, wir müssen jetzt die Welt evangelisieren Art, sondern da kam die Welt im Prinzip zu Willow. Wir sind gefragt, nur Einladungen nachgegangen. Wir sind nie irgendwo hingereist und haben gesagt, wir könnten euch helfen, sondern wir haben versucht, die Einladungen, die wir erhielten, auch abzuarbeiten. Und so am Anfang haben wir uns hauptsächlich auf 13 Länder konzentriert. Und das war also finanziell auch sehr schwer, weil viele von den Ländern mussten von uns finanziell unterhalten werden. Und dann haben wir dann eine neue Strategie entwickelt. Jetzt sind wir in 100 Ländern, aber finanziell ist das viel leichter. Wir haben da keine Büros mehr, keine festangestellten Leute. Die Fixkosten, die waren einfach zu hoch. Mhm. Wie muss man sich das denn vorstellen, so eine internationale Arbeit von Willow Creek? Also die Situation in den USA ist ja eine ganz besondere, viel freikirchlich geprägt. Willow ist eine Megachurch, eine ziemlich große Gemeinde. Und wenn Sie jetzt von 100 Ländern reden, wo Willow unterwegs ist, international, da ist ja jedes Land auch anders geprägt, ja, andere richtig. Kulturen. Ja. Was von dem von Willow kann man denn da überhaupt transportieren? Ja, seit einigen Jahren, ich würde sagen seit 2005, konzentrieren wir uns fast ausschließlich auf Leidenschaftsentwicklung. Weil wir merken, und das ist auch keine Überraschung, glaube ich, für jeden, dass ohne gute Leitung geht nichts. Und steht ja auch in der Bibel drin, im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 8 steht drin, wenn du die Gabe der Leidenschaft hast, dann setze sie ein und lerne, sie besser einzusetzen, so in etwa. Und jetzt machen wir nur Leiterschaft. Und Leiterschaft ist Leiterschaft. Ob ich nun Teams baue oder eine Vision entwickle und kommuniziere oder eine Strategie entwickle oder mit Change Management, also Change Management, Veränderungsprozesse einführe, das sind die Prinzipien, sind absolut die gleichen. Jetzt kommen Sie aus der Wirtschaft ursprünglich. Ja. Das hört sich ja fast so an wie ein Wirtschaftsunternehmen. Ist das so, dass Willow Creek da viel Leitungsprinzipien auch übernommen hat aus der Wirtschaft, aus der Industrie? Ja, eigentlich ist es ein Kreis. Ich meine, wenn sich mal das, welches ist das Buch, Jeremiah ansehen oder Nehemiah ist eigentlich noch besser, da können Sie einen ganzen strategischen Plan drauf entwickeln, wie der das gemacht hat. Also es ist unglaublich.
Nehemiah zu lesen. Und es wird auch studiert von Strategic Managers. Mhm. Wie hat er das gemacht, dass der König oder der König, sagen wir mal, ihn hat gehen lassen, dass er ihm Güter gegeben hat. Also wie hat er dann die Leute motiviert, dass die Mauern gebaut haben, dass das nur pro Familie, also es war die ganzen Strategien, die er verwendet hat, der Nehemiah, die können Sie absolut auf ein Wirtschaftsunternehmen übertragen, 1:1. Die Grundprinzipien sind alle da. Mhm. Was ist denn das Geheimnis bei Willow Creek? Also es gibt einen Pastor, es gibt Älteste. Das heißt, nach außen hin ist das ja Leiterschaft, wie es in vielen deutschen Gemeinden zum Beispiel auch gehandhabt wird. Was ist denn so ein Geheimrezept, was Leiterschaft angeht bei Willow Creek? Geheimrezept. Ich meine, einmal geht es darum, ein Geheimrezept ist vielleicht das, dass man die Leute mitnimmt. Mhm. Warum kommen so viele Leute nach Willow Creek? Weil sie sehen, dort bewegt sich was in ihrem eigenen Leben. Und die Kirche tut viel für die Menschen im Umkreis der Kirche. Und das spricht viele Leute an. Also das Gefühl, ich habe was davon. Also die Kirche gibt mir auch was. Persönlich und dann auch, wie zum Beispiel mit diesem Care Center, was da im letzten Jahr eingeweiht wurde. Wir haben ja, glaube ich, jetzt 5000 Familien, wenn ich mich nicht täusche, die monatlich dahin kommen und sich Lebensmittel holen oder Automobile oder gehen zum Zahnarzt oder zum Doktor. Das spricht natürlich viele Leute an. Mhm. Moment. Entschuldigung. Kein Problem. Mal zurück zur Frage der Leiterschaft. Willow Creek ist ja auch eine Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird und von einem Kreis von Ältesten. Wenn man sich das anguckt, Bill Hybels predigt oft, also fast drei, viermal im Monat. 35 Mal, ja. Das ist ja eine unglaubliche Aufgabe. Und dann noch eine Gemeinde zu leiten, ist das einfach eine ganz besondere Begabung oder liegt das auch ein bisschen an dem Spirit, an dem System, was bei Willow Creek gelebt wird? Well, Bill Hybels sagt das sehr oft immer, er selbst sagt das sehr oft, dass er hat drei geistliche Gaben. Leadership, Evangelism, also Evangelisation und Preaching, Communication. Nein, Teaching and Preaching. Ja. Mhm. Leidenschaft, Leiden Evangelisation und dann Preaching and Teaching. Er sagt oft, Leidenschaft macht er recreationally. Das ist also wie für in der Erholung, das macht er so nebenbei. Aus der linken Hand. Nicht? Während zum Beispiel sein drittes Gift, die Preaching, da verwendet er sehr, sehr viel Zeit dafür, sagt er. Und ich meine, das ist ja bei jedem so, wenn deine erste Gabe, sagen wir mal, Geigenspielen ist, dann ist das für dich einfach, hier große Dinge zu leisten. Und wenn du, sagen wir mal, Klavier spielst oder Trompete und hast überhaupt keine Neigung zum Geigenspielen, ist das bedarf das viel mehr Anstrengung. Mhm. Und so ist es beim Hybels und so ist es bei jedem anderen. Deine erste, zweite geistige Gabe, das geht viel leichter von der Hand. Kann man viel mehr bewegen, als wenn ich mich da ist ein Vierter, Fünfter, Zehnter Position oder überhaupt nicht da. Es gibt ja Leute, die können nicht leiten. Da kommt ja wahrscheinlich dann so ein Schulungsprogramm von Willow auch an die Grenzen. Aber wenn man sagt, wir wollen Leiterschaftsprinzipien weiterbringen und lehren, dann ist ja aber auch die Frage ganz wichtig, sind die Leute überhaupt in der Lage? Also sind da auch Gaben auch da, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, ich kann jetzt keinen Menschen, der Leiterschaft als Gabe hat, aber es steht vielleicht am fünften oder sechsten Position, den kann ich jetzt nicht jetzt zum Leiter, super Leiter her machen. Aber ich kann jeden verbessern. Jeder kann sich verbessern. Und das hilft ja schon. Wenn ich jetzt ein Leiter bin, sagen wir mal, ich bin ein C-Leiter oder D. Ich kann eine Gruppe von 5 Menschen leiten, sagen wir mal so. Ich verbessere mich und dann kann ich 6 Menschen leiten. Weil jetzt habe ich mehr Kapazität. Ich werde nie wahrscheinlich ein Unternehmen mit 10.000 Leuten führen können. Aber ich kann vielleicht von 5 auf 6 oder sogar auf 7 oder vielleicht sogar auf 10, indem ich lerne, wie kann ich Menschen besser motivieren. Wir hatten ein Foto auch beim letzten Summit, das heißt, da ging es darum, es gibt Motivators und Demotivators in Managers. Manche Leute können Leute so demotivieren, dass sie 40-50% ihrer Kapazität in die Arbeit einbringen. Andere bekommen 200%. Das gibt es ja nicht, aber die bekommen eben, die Leute arbeiten nicht nur 8 Stunden, die arbeiten 12 Stunden aus Spaß.
weil es ihnen Spaß macht. Die anderen muss man praktisch zwingen mit Stechuhren und allem drum und dran. Und während der Arbeitszeit bringen sie dann noch viel Zeit am Computer. Also ein guter Leiter ist auch jemand, der die Leute motiviert und nicht unter Druck setzt. Absolut, ja. Multipliers and Diminishers hieß das. Also Multipliers, wenn du Gaben hast, ich multipliziere die. Mhm. Wenn ich einen Management-Style und Leadership-Stil habe, wo ich ein Diminisher bin, ich gebe den Leuten keinen Lob. Ich sage, ich will immer alle Entscheidungen selbst treffen. Natürlich ist das demotivierend. Mhm. Und die Leute machen nur das Allernötigste. Und das, da gibt es sogar Studien, dass die Unternehmenserfolge werden ja unheimlich davon beeinflusst. In der Kirche ist es ja nicht anders. Mhm. Oder in einem kirchlichen, christlichen Unternehmen. Wir sind ja auch alles Menschen. Ich möchte auch geführt werden in einer Art und Weise, wo ich mich für das, was ich tue, unheimlich einsetze. Mhm. Wenn ich nur, das ist Mist, was da wieder gemacht hast, das ist schlecht und das hast du nicht und keine Entscheidung kann ich treffen, muss immer wieder an meinen Boss rantreten, ja, da setze ich mich auch nicht hundertprozentig ein. Sich motiviert. Jetzt ist Willow Creeker mit den Leitungskongressen schon relativ lange auch in Deutschland unterwegs. Ja. Sie sind Deutscher, haben Sie den Eindruck, dass das Thema Leitung, Führung irgendwie in Deutschland ein spezielles Problem ist? In der Kirche schon, in der Kirche schon. Ja. Genau, weil man darauf nicht geachtet hat. Ich meine, gehen Sie mal an, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, also ich spreche da etwas über meinen Horizont hinaus. Ich glaube kaum, dass Leidenschaft an den theologischen Hochschulen in Deutschland gelehrt wird, Leidenschaftsprinzipien. Aber an der Business School, da lernen Sie sehr viel über Leidenschaft. Ja, muss ja. Ja. Aber jetzt schauen Sie sich mal an, eine Kirche, ich habe das schon so oft in Vorträgen erwähnt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da ins Detail einzusteigen, aber wenn Sie auch den Luther nehmen, wir sind ja alles Priester. Wir müssen ja, steht ja in verschiedenen Büchern, die Pfarrer sind eigentlich dazu da, Christen zum Dienst auszubilden. Mhm. Und die sollen den Dienst tun. Also biblisch ist es so. Ich bin der Leiter, ich bilde dich aus, damit du den Dienst machen kannst. Ob das nun Kranke sind oder was auch immer, Musik oder sonst was. Meine Aufgabe ist es, dich dazu auszubilden oder, ja, was man sonst noch sagen, zu motivieren, das zu tun. Mhm. Und dann kannst du auch, und das sage ich dann immer, jeder Christ in eurer Kirche ist eigentlich wie ein Angestellter. Eure Aufgabe ist es, die Leute, die Menschen zu motivieren, do the ministry, wie es heißt. You do the ministry. Und wenn ich jetzt 100 Menschen als Mitglieder habe, habe ich eigentlich 100 Angestellte. Aber in Deutschland, in vielen Ländern ist ja so, von den 100, da setzen sich vielleicht 5 ein oder 7. Ja. Und das liegt zum großen Teil an der Leitung und natürlich auch an der Lehre, die geht zusammen. Du kannst die Lehre und die Leitung nicht voneinander trennen. What is your point of view? Was lehrst du? Mhm. Aber, und das ist eben das Erfolg und auch das Geheimnis, wenn ich so sagen kann. Willow Creek hat 11.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, die Kirche. Mhm. 11.000 von 25.000 Besuchern. 11.000, das sind also, sagen wir mal, ganz grob die Hälfte. Gehen Sie mal in eine Kirche woanders. Wenn die 10% haben, das schätzen sie sich schon glücklich. Mhm. Ja, das sieht man bei dem Kongress jetzt ja auch. Hier sind ja auch einige Menschen aus den USA mitgekommen, von Willow Creek. Viele, die bezahlen die Reise ja auch selbst. Ja, genau. Nehmen Urlaub, kommen her, um dann hier Briefumschläge zuzumachen oder als Ordner zu fungieren. Ich meine, und da sind Leute dabei, da ist ein Pilot dabei vom United Airlines, der fliegt große Airplanes. Da sind Geschäftsleute dabei, die haben über 1.000 Angestellte, die kommen hierher auf eigene Kosten, machen Urlaub eine Woche und helfen hiermit. Weil es ist eben, das ist denen ein Verlangen. Das gibt denen Genugtuung. Das baut die wieder auf. Da können die auch wieder besser arbeiten in ihren Betrieben. Ja, na, das ist schon beeindruckend. Jetzt, solche Leitungskongresse gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Also hier treffen ja auch verschiedene Kulturen aufeinander. Amerikanische Kultur, Leitung, Motivation, Vision, deutsche Kultur, Kirche, eher so ein bisschen. Was sind Ihre Erfahrungen? Hat sich durch diese Kongresse schon was verändert? Sieht man da schon was? Ja, wenig. Ist vielleicht, oder sagen wir mal, ist vielleicht besser ausgedrückt, ist schwer zu messen. Ich meine, es gibt ja in Deutschland Kirchen, die bewegen sehr viel.
Natürlich nicht wie in Amerika, weil das Umfeld ist ganz anders. Das überrascht mich überhaupt nicht. Aber es gibt doch viele Kirchen, wo sich viel bewegt hat. Und da war ja der Herbst, hatte darüber referiert. Michael heute. Und er sagt, ja, es gibt einen Unterschied, wenn Sie über die lokale Gemeinde reden oder über die Kirche. Die Kirche als große, als Staatskirche von Hessen-Nassau hat er ja genannt, oder bayerische Staatskirche. Ich meine, das ist die Kirche als Institution und die Gemeindekirche, da gibt es sehr viele Kirchen, wo sich eigentlich viel getan hat aufgrund von Willowkrieg. Und zwar von der ganzen Einstellung her, dass wir brennende Herzen für verlorene Menschen haben. Ich meine, das viele Leute sagen uns, was mir passiert ist von Willowkrieg. Ich kam nach Willowkrieg. Und das hat sogar der Bischof Fischer mal gesagt von Baden-Württemberg. Ja. Was ich erlebt habe, waren Menschen mit brennenden Herzen und irgendwie noch was anderes. Und das alleine hierüber zu explodieren, dass es wirklich wichtig ist, dass wir unseren Glauben ausleben und dass ich evangelisiere, das war ja in Deutschland nicht an erster Stelle. Ja, dass da auch Begeisterung dabei ist. Begeisterung, das ist so ein bisschen was. Genau. Ja. Was sind denn die nächsten Ziele? Also wenn Sie sagen, die Arbeit hier mit den Leitungskongressen ist mühsam, man sieht ein paar Ergebnisse. Ja. Was steht denn jetzt im Fokus der internationalen Arbeit von Willow Creek in den nächsten Jahren? Vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja, wir wollen eben dabei helfen, die Leitungsfähigkeiten von Christen insgesamt zu verbessern. Weil wir glauben, wenn ich einen Leiter in seiner Fähigkeit helfe, besser zu leiten, dann geschieht auch mehr. Ja, und in der Kirche, es ist schwierig. Ich meine, ob das nun Deutschland ist oder Amerika, ist in Chicago auch kein Zuckerlecken. Das ist auch schwierig. Weil eben Leute, wenn es ihnen gut geht, da brauche ich doch keinen Gott. Brauche Gott nur, wenn es mir nicht gut geht. Das hat man ja auch wieder heute gehört, als hier die DDR auseinandergefallen ist. Da waren Zehntausende in den Kirchen. Und sobald alles wieder vorbei war, jetzt sind Hunderte oder Dutzende. Wenn es Leuten schlecht geht, und so ist es ja auch, man reicht ja einem Menschen am besten für den Glauben, wenn es irgendwo Probleme gibt. Arbeitslosigkeit, ein Tod, schwere Krankheit. Dann auf einmal suchen die Menschen ja Gott. Aber wenn ich Arbeit habe, gut verdiene, aber Gott, ich mache das doch alles alleine, brauche ich doch keinen Gott. So ist es. Ja. Und ich meine, in Deutschland, das sieht man ja auch, wir haben ja auch in Dänemark Willowkrieg. Und die sagen immer, in Dänemark ist unheimlich schwierig, weil die Regierung für alles aufkommt. Alles. Also die ganzen sozialen ja, Fragen. Ja, genau, brauchst ja keine Kirche dazu, angeblich. Ja. Die brauchen zwar auch eine, aber nicht für die Regierung und Amerika ist das ja nicht. Die Regierung macht ja nicht so viel auf der sozialen Ebene. Die macht zwar mehr, als die Leute in Deutschland glauben, aber im Vergleich zu Europa wenig. Und da hat natürlich die Kirche ein unheimliches Betätigungsfeld, wo sie dann auch mit Leuten erreichen kann. Wenn ich einem Menschen helfe, der arbeitslos ist oder obdachlos oder liegt mit Krebs im Krankenhaus und hat nur noch ein paar Monate, auf einmal sind die, hey, erzähl mir mal von Jesus. Ist dann Offenheit da. Ja. Also mal eine letzte Frage. Sie engagieren sich ja sehr intensiv für die Leitungskongresse für Willow, auch in Deutschland. Was ist denn so Ihr Traum für die Kirche in Deutschland? Also Sie müssen ja auch eine Vision haben, wo Sie sagen, auch wenn es schwer ist, wenn es anstrengend ist, manchmal mühsam ist mit der deutschen Amtskirche. Ja. Gibt es so einen Traum, wo Sie sagen, wow, das wäre der Durchbruch, das würde mich freuen für Deutschland? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben schon den Traum, dass sich hier einiges verändert und dass es sich beschleunigt, die Zahl der Kirchen, die wirklich biblisch arbeiten. Dass man mehr Menschen wieder nicht in die Kirche bekommt, aber zum Glauben bekommt, damit sie ihr Leben besser meistern können. Ich meine, ich komme ja oft genug nach Deutschland. Es gibt ja auch hier sehr viele Menschen, die sind im Alkohol verfallen, die leben in tiefer Depression, sie leben in großen Ängsten. Ja, die Bibel hat ja da Antworten drauf. Im Moment würden viele von den Menschen, die in solchen Zuständen leben, ja nie auf die Kirche zugehen, weil sie glauben, die Kirche, die kann mir doch da nicht helfen. Und zum großen Teil haben sie auch recht. Aber das ist eigentlich eine Aufgabe der Kirche, den Leuten, die in Ängsten leben, dass irgendwas passiert oder dass sie ihr Haus verlieren oder einen Arbeitsplatz oder sonst was. Oder dass sie depressiv sind oder was immer auch. Dass die Kirche da die Botschaft der Bibel durch die Kirchen verbreitet, viel, viel helfen könnten. Aber das muss natürlich in einer Art und Weise geschehen, was auch
attraktiv ist. Mhm. Ich meine, die Leute haben sonst kein Interesse. Ja. Okay, vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende. Spannende Vision für die Kirche in Deutschland. Danke, Herr Schwemmler. Ja, das war's für heute von hier vom Willow Creek Leitungskongress. Danke fürs Zuschauen. Infos zur Sendung finden Sie unter erf.de/willow2014. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön.